Ja, also Haustürwahlkampf ist toll. Also ich finde, man hat viele positive Begegnungen und direkte Rückmeldungen von den Leuten. Ich finde, das ist eine tolle Art des Wahlkampfs. Mir macht das viel Spaß. Ja, wir können ja natürlich jetzt nicht alle Tricks verraten, das schauen Sozis zu, ne? Die Stimmung ist gut. Sie wird von Tag zu Tag besser, weil man merkt, dass die Menschen merken, dass Nordrhein-Westfalen schlecht regiert wird und dass wir als CDU wirklich Alternativen haben. Und ich mache viele Hausbesuche und das Feedback ist einfach klasse. Wir sind dabei, CDU. Es geht richtig los. Wir werden hier laufen und kämpfen und alles dran setzen, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen stärkste Kraft wird. Wichtig ist, dass wir die Leute jetzt nochmal mobilisiert kriegen, dass einfach diese Wechselstimmung, die vorhanden ist, genutzt werden kann. Und da sagen wir einfach, jetzt nochmal ein bisschen Gas geben, mehr Energie, weniger Kraft. Im Endspurt kommt es darauf an, dass wir aktiv sind, motiviert und dass wir wissen und daran glauben, dass wir gewinnen werden. Ja, wir müssen jetzt alle gemeinsam Gas geben und alle müssen jetzt mit anpacken und alle müssen unterwegs sein. Und wir müssen jetzt die letzten Haustüren noch erreichen, wir müssen jetzt nochmal alle richtig ins Rad greifen.